Also, du willst eine Zahl zwischen 1 und 10 mit 9 multiplizieren. Dann brauchst du nichts weiter als deine Hände. Halte deine Hände vor dir ausgestreckt und ordne jedem Finger eine Zahl zu, so wie du es auf dem Bildschirm siehst. Wenn du 3 mit 9 multiplizieren musst, beuge Finger Nummer 3. Rechts vom gebeugten Finger hast du 7 ungebeugte Finger. Das ist der erste Teil der Lösung. Auf der linken Seite sind nur 2 Finger ungebeugt und das ist der zweite Teil. Voilà, 9 mal 3 ist 27. Im vorherigen Beispiel konnten wir nur die ersten 10 Zahlen mit 9 multiplizieren. Aber wir können diesen Trick auf jede beliebige Zahl anwenden und das ist kinderleicht. Wir nehmen eine beliebig große Zahl, wie wäre es mit 1250. Wenn du sie auf herkömmliche Weise mit 9 multiplizierst, also ohne Taschenrechner, bräuchtest du ewig. Einfacher geht's, wenn du einfach eine 0 am Ende hinzufügst und die ursprüngliche Zahl davon abziehst. Das wäre dann 12.500 minus 1250 gleich 11.250. So schnell und einfach geht's. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, wie man beliebig große Zahlen miteinander multipliziert. Dazu nutzen wir eine Methode, die in japanischen Schulen gelehrt wird. Nehmen wir zum Beispiel 12 multipliziert mit 31. Bei dieser Methode werden die zu multiplizierenden Zahlen durch Zehner und Einser dargestellt. Also 12 ist eine 10 und 2 Einsen und 31 sind 3 Zehner und eine 1. Jetzt brauchen wir ein Blatt Papier und ein paar Buntstifte, am besten 4. Wir werden die Rechnung sichtbar machen. Zuerst zeichnen wir eine diagonale Linie, die von links nach rechts oben verläuft. Sie steht für die 10 in der 12. Jetzt nehmen wir einen anderen Buntstift und zeichnen noch 2 diagonale Linien, parallel zur ersten, aber lassen eine Lücke dazwischen. Und das ist unsere 12. Für die Zahl 31 machen wir es genauso, nur dass diese Linien von links oben nach rechts unten gehen und die ersten Linien kreuzen. Also 3 Linien von links nach rechts unten für 3 Zehner und noch eine Linie mit einer Lücke für die 1. Am Anfang solltest du lieber verschiedenfarbige Buntstifte nehmen, damit du mit den Linien nicht durcheinander kommst, bis du dich an diese Methode gewöhnt hast. Wir haben jetzt eine Rautenform aus sich kreuzenden Linien. Um das Ergebnis zu bekommen, zählen wir, wie oft sich die Linien an jeder Ecke der Raute kreuzen und schreiben diese Zahlen an jeder Ecke. An der linken Ecke der Raute steht 3, an der rechten Ecke 2, oben eine 1 und unten 6. Lass die Ecken an den Seiten erst einmal außer Acht. Wir addieren zuerst die Zahlen oben und unten. Die ergeben 7. Wenn wir die Raute nun mit senkrechten Linien in 3 Teile teilen, haben wir das Ergebnis 372. Die Sache hat allerdings einen Haken. Wenn du es mit Zahlen versuchst, die mit 5 Einsen oder mehr enden, bekommst du beim Zählen der Schnittpunkte wahrscheinlich zweistellige Zahlen raus. Schauen wir uns also an, wie man damit umgeht, indem wir zum Beispiel 25 mit 37 multiplizieren. Wir ziehen also 2 diagonale Linien für 2 Zehner und 5 weitere für 5 Einser. Das ist unsere 25. Jetzt gibt es 30 kreuzende Linien für 3 Zehner und 7 weitere für 7 Einser. Das ist unsere 37. Jetzt zählen wir die Punkte. 6 in der linken Ecke der Raute, 35 in der rechten Ecke. Mit dieser Multiplikation geht's schneller. Multipliziere einfach 5 mit 7. 14 oben und 15 unten. Das sind eine Menge zweistelliger Zahlen. Zuerst addieren wir die Ergebnisse oben und unten wie beim letzten Mal. 14 plus 15 ist 29. Jetzt haben wir 6, 29 und 35. Nimm die ganze rechte Zahl und lass nur die 5 stehen. Die 3 addierst du mit der mittleren Zahl. Du erhältst dann 6, 32 und 5. Mach das gleiche mit 32. Lass nur die 2 stehen und übertrage die 3 nach links. Also addiere sie mit 6 und voilà, du hast die Lösung. Überprüfe das Ergebnis mit einem Taschenrechner, wenn du willst, aber 925 ist das richtige Ergebnis. Diese coole Methode kannst du auch für noch größere dreistellige Zahlen nutzen. Nehmen wir zum Beispiel 322 multipliziert mit 14. Zuerst
zeichnen wir wieder die Linien für die 322, aber die Hunderter bekommen ihre eigene Reihe an diagonalen Linien. Das sind 3, dann 2 und nochmal 2. Als nächstes kommen die kreuzenden Linien für die 14, 1 und 4. Du siehst, dass wir jetzt nicht mehr 3, sondern 4 Abschnitte haben. Wir zählen wieder die Schnittpunkte. Das sind 3 im Abschnitt ganz links, 12 am ersten oberen Abschnitt, 8 am zweiten oberen, 2 und 2 an der ersten und zweiten unteren Kreuzung und 8 im Abschnitt ganz rechts. Wenn wir die ersten oberen und unteren Zahlen addieren, erhalten wir 14. Und wenn wir die zweiten Zahlen addieren, erhalten wir 10. Und das Ergebnis ist 3, 14, 10 und 8. Übertrage die 1 von 10 nach links, indem du sie zu 14 addierst. Dann überträgst du die 1 von der 15 nach links und schon hast du es. 4508 ist die Lösung. Die Multiplikationstabelle endet mit 10 und die meisten von uns lernen sie mehr oder weniger auswendig. Aber du kannst noch einen Schritt weiter gehen, und zwar für die 11er-Multiplikation, die noch viel einfacher ist. Lass uns 34 mit 11 multiplizieren. Wir schreiben zuerst die 34 mit einer Lücke zwischen den Zahlen auf, also 3 und 4. In diese Lücke schreibst du die Summe dieser beiden Zahlen. 3 plus 4 ist 7. Und schon hast du die Lösung, 374. Bei manchen Zahlen kommt bei der Addition eine zweistellige Zahl raus, zum Beispiel bei 87. Du erhältst 8, 15 und 7. Um das Ergebnis rauszubekommen, addierst du die erste Zahl und die Zehnerstelle der Summe. Das ist dann 8 plus 1 und 5 und 7. Das 957 ergibt. Wenn du die Multiplikationstabelle auswendig kennst, ist es ein Kinderspiel, Prozentsätze rauszubekommen. Der einzige Nachteil der folgenden Methode ist, dass sie nur mit Zehnerzahlen funktioniert. Aber hey, besser als nichts. Also, wir wollen herausfinden, wie viel 30% von 80 sind. Wir müssen nur die Nullen weglassen und die Zehnerstellen der beiden Zahlen multiplizieren. 3 mal 8 ist 24. Glaub mir, das funktioniert mit allen runden Prozentsätzen und Zehnerzahlen. Machen wir es mit 60% von 30. Das ist 6 multipliziert mit 3 ergibt 18. Kommen wir wieder zur einfachen Multiplikation zurück. Wir haben das Multiplizieren mit 11 behandelt, aber was ist mit 15? Versuchen wir es mit der Multiplikation von 64 mit 15. Zuerst fügen wir eine 0 zur ersten Zahl hinzu. Das sind dann 640. Jetzt teilen wir sie durch 2 und bekommen 320 raus. Als nächstes addieren wir beide Zahlen. Also 640 plus 320 ist 960. Du kannst das mit dem Taschenrechner überprüfen, aber das Prinzip ist wirklich so einfach. Du multiplizierst deine Zahl zuerst mit 10, dann mit 5, das ist die Hälfte von 10, verstehst du, und addierst diese Zahlen. Eine ähnliche Methode gibt es für die Multiplikation einer beliebigen Zahl mit 20, 30 oder einer anderen Zehnerzahl. Angenommen, du willst 41 mal 30 rechnen. Zuerst fügst du eine 0 zur ersten Zahl hinzu. Das sind 410. Multipliziere sie dann mit 3 und du erhältst 1230. Die Multiplikation besteht im Grunde aus einer Reihe von Additionen, die hintereinander ausgeführt werden. Lass uns 16 mit 9 multiplizieren. 16 ist 2 mal 8, was unsere Aufgabe in 2 mal 8 mal 9 umwandelt. Da 8 mal 9 mal 72 ergibt, müssen wir nur 72 plus 72 rechnen und bekommen 144 raus. Gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter und multiplizieren zweistellige Zahlen miteinander. Zum Beispiel 18 mal 12. Wir können diese beiden Zahlen in 2 mal 9 und 2 mal 6 zerlegen. Jetzt multiplizieren wir 9 mit 6, was 2 mal 2 mal 54 ergibt. Noch einen Schritt weiter und wir erhalten 2 mal 108. Und das sind 216. Auch das Subtrahieren kann bei großen Zahlen Kopfzerbrechen bereiten, aber es gibt einen einfachen Trick, um jede dreistellige Zahl von 1000 abzuziehen. Nehmen wir 578. Du musst die erste Zahl von 9 subtrahieren. 9 minus 5 ist 4. Jetzt ziehst du auch die zweite Zahl von 9 ab. 9 minus 7 ist 2. Und schließlich ziehst du die dritte Zahl von 10 ab. 10 minus 8 ergibt 2. Jetzt brauchst du die Ergebnisse nur zusammenfügen. 422 ist die Lösung. Die Zahl Pi ist unendlich, aber die Zahlen nach dem Komma sind entscheidend und leider auch schwer zu merken.
Aber es gibt eine einfache Technik, um sich die Zahl Pi mit den ersten 6 Kommastellen zu merken. Und zwar mit folgender englischer Eselsbrücke. How I wish I could calculate Pi. Schreib dir das auf und zähle die Buchstaben der Wörter ab. Du erhältst die 3 und die ersten 6 Zahlen nach dem Komma. 3,141592. Du kannst große Zahlen ganz einfach im Kopf multiplizieren, aber dieser Trick funktioniert nur mit Zahlen in den 90ern. Sagen wir also, du willst 93 mit 96 multiplizieren. Subtrahiere beide Zahlen von 100 und du erhältst 7 und 4. Addiere nun die beiden Ergebnisse und du bekommst 11 raus. Diese Zahl subtrahierst du auch von 100 und bekommst 89. Das ist der erste Teil der Lösung. Für den zweiten Teil musst du die beiden Zahlen multiplizieren. 7 mal 4 ist 28. Setze sie hinter die 89 und du hast die Lösung. 8.928.